Er bastelt auch einen Kram zusammen. Der Typ, der Zeit, ne? So viel steht schon mal fest. Notmacher erfinderisch. Achso, das wird sicherlich die Hütte hier öffnen. Denke ich mal. Oder vielleicht auch eine Tür. Wir werden es erleben. Geh los. Wir machen uns mal ran an dieses Ding. Guck mal, da ist doch schon so ein Axtgebilde. Oh, was ist das bitte? Ja toll, jetzt steht das Ding genau verkehrt. Also das heißt, wir müssen den einfach nur mal umdrehen. In diese Richtung schwenken. Und schon ist das Ding irgendwie nicht so, wie es soll, ne? Wie sieht's denn so aus? Oh ja, wir haben es gleich. Gleich haben wir es. Gleich. Jawohl. Ja, Chipkarte Nummer 1. Ich weiß jetzt nicht, wie ich vor Freude in Tränen ausbrechen soll. Ja, klasse. Genug Platz haben wir auch nicht. Folgendes, wir sind ja sowieso nicht so gut drauf. Wir nehmen jetzt einfach mal so einen hier. Opfern wir das gute Zeug. Um das hier mitzunehmen. Zugangskarte blau. Da hat er mal was zusammengeschräubelt, der Kollege. Und weiter soll's gehen. Ja, ich würde mal sagen, hier sind wir fertig. In dem Bäumchen war auch nichts mehr. Nö, dann gehen wir wieder runter. Und hoffen, dass uns jetzt wieder irgendwas runterzieht oder angreift oder. Nö, zur Abwechslung kommen wir hier ganz entspannt runter. Na gut. Wir werden erstmal direkt die Videokassette einsetzen. Oder wir machen das nachher zum Schluss und wir dürfen es nicht vergessen. Wir holen uns erstmal die andere Zugangskarte. Wobei ich vorher gerne nochmal unten den Dietrich einsetze. Was wenig Sinn macht, da wir kaum Platz haben eigentlich gerade. Aber egal, wir können ja vorher Platz schaffen. Das heißt, erstmal schnell in den Speicherraum. Ist ja sowieso nicht verkehrt, hier zwischendurch bei unserem super Fortschritt nochmal einen kleinen Zwischenstopp einzulegen. Aber vorher kommt das Zeug in den Kasten. 4 Gras haben wir, das ist ja. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Gar nicht so schlecht. Das Schatzfoto. Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Findest, wenn du kannst. Brauchen wir nicht mehr. Das sind die Standardpillen. Die brauchen wir sowieso nicht. Was auch immer, ein Holzmodell mit einer Flinte kann nicht als Waffe verwendet werden. Das werde ich mir gleich einfach nochmal angucken, bevor wir es rüberlegen. Das haben wir ja nicht gemacht. Der hat einfach eine Flinte gebastelt. Ist schon geil gemacht. Ist schon ein nettes Gerät. Keine Besonderheiten festzustellen. Auch die Spielzeug-Axt erscheint mir relativ harmlos. Achso, wir können ja mal, wo wir schon mal hier sind, wo ist denn hier das Schießpulver? Genau, dann haben wir da auch schon wieder mehr Platz. Das heißt, ich werde jetzt vorab mal ganz kurz Monstermunition erschaffen. Und ja, dann sind wir da auch schon mal wieder besser bestückt, würde ich sagen. Oh, was wir auch direkt machen können. Das Ding hier mal laden. Das müssen wir nicht im Eifer des Gefechts erledigen. Das ist ja schon öfter in die Hose gegangen. Ja, da ist die Standardmunition drinnen noch. Dann haben wir noch 10 separat. Speichern. Jupp. Jupp. Oh, so, jetzt gehen wir die andere rote Kiste aufmachen. Ich glaube, da unten war nichts mehr, was ein Dietrich erfordern würde, aber hier auf jeden Fall. Hier in dem Raum. Dann wüsste ich noch einen Raum. Da gehen wir nachher auch mal hin.
So, Flintenmunition am Start. Kurz mal einen Blick riskieren. Wir haben 7 Flinte. Ja, wir sind wieder ganz gut dabei eigentlich, ne? Läuft, 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 läuft. So, wieder ein bisschen bunkern jetzt. Wir gehen erstmal jetzt wieder zur Mutti hoch. Ins Schlafgemach. Nee. Da hat sich nun das Bett ja beiseite geschoben. Ich hoffe, die ist nicht so allzu böse auf uns jetzt. Oh, nicht hier. Nicht hier. Wie gesagt, Schlangentür, mein Freund. Schlangentür. Ich denke mal auch, dann hat sich das mit diesem Schlüssel hier, Schlange, auch so weit erledigt. Dass wir den dann nicht mehr brauchen. Mutti, das war das, war's auch du. Du hast eine Fernbedienung in der Hand. Jetzt hat die hier die Hütte zugemacht. Ich fass das nicht. Ah, von einem ins andere. Du, hier ist gefährlich. Ich muss aufpassen. Hier hängen überall Nägel raus. Alles voller Nägel hier. Schön in der Mitte bleiben. Oh Mann, langer Gang. Langer Gang ist schon mal nicht so angenehm. Direkt die Knarre zücken. Das heißt, wir haben schon mal ordentlich Auslauf. Flucht nach hinten ist gegeben. Und es ist schon wieder eine ganz böse Ecke. Das heißt, es kann wieder einiges passieren. Oh mein Gott. Mir fehlen die Worte ein bisschen. Das ist das Zeug, was hier gebaut wird. Das Tor quasi am Anfang. Auch die Sägeblätter sind hier schon vermerkt. Aber kein Schleim. Das heißt, wir sind erstmal sicher, würde ich sagen. Ja, und sonst sind hier eigentlich nur so lauter hier das ganze gehäutete, das ganze Fell. Das ist ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Da liegt die Speicherkarte schon. Hier schwimmt die Blutpampe. Was war das? Das war andere Munition. Oh, das war eine verbesserte Pistolenmunition. Gerade auf die Hand sozusagen. Ich will die noch gar nicht aufsammeln eigentlich. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Aber wir müssen wahrscheinlich eh weiter. Guck, er speichert auch schon. Das wird gleich hier ganz komisch werden. Guck. Kühe. Es war mal eine Kuh. Und warum machen die das? Was basteln die hier zusammen? Und vor allen Dingen, was für ein Aufwand, ne? Da muss er erstmal vorher ein Konzept anlegen. Warte mal, wenn ich das Bein hier hin, just hier und da, dann muss ich das Seil aber so anziehen, damit der Kopf auch gerade sitzt. Also. Der ist ja total bescheuert. Das wäre mir schon zu stressig, ehrlich gesagt. Ja, aber irgendwie muss man sich ja auf Trab halten, ne? Man muss den Kopf ja fit halten. Ein harmloses Regal. So sieht es zumindest aus. Das war's hier. Hier wackelt auch nichts. Aha, das ist der Workshop. Denke ich. Ja. Das heißt, wir haben hier gleich Kirmes, sehr wahrscheinlich, weil wir hier wieder raus müssen. Ich will ungern Munition verschießen, nur für diesen Gang. Den musste ich über den Haufen schießen, das hat nicht geholfen anders. Das müssen wir nicht machen, müssen wir nicht machen. Schnell raus hier. Puh, das ist gut gegangen. Oh, er hat sich aufgelöst, sehr gut. Das Ding ist erledigt. Puh. Meine Herren, so wie gesagt, ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Den tue ich mal hier rein. Das. Die Kassette hebe ich auf. Die benutzen wir nachher in der Garage. Also hier im Wohnwagen. Da werde ich mich vorher auch nochmal reingehen. So. Auch das schadet nie. Das schadet nie. Kurz nochmal speichern.
Und jetzt gehen wir nochmal in das Häuschen, wo wir die Hexe, wollte ich schon sagen, wo wir die Spinnenmutti platt gemacht haben. Weil da war auch noch... Ja, na klar. So, ich ruf ruhig erstmal an. Lass uns mal ein kleines Gespräch führen. Ist ja alle Niedermetzel für dich. Hey, Kumpel! Denk dran! Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein! Du musst dich erst büten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Doch, kannst du mal wiederholen. Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ich wollte sowieso raus, das liegt ja zufällig auf dem Weg. Ah, scheiße. War's das? Das war's jetzt aber. Noch Fragen oder was? Ja, wieder noch habe ich eine große Fresse, bis wieder der nächste kommt, dann kacke ich wieder ein. Na, der war ja zum Glück vorher schon so ein bisschen zu sehen. Da war noch einer. Aber hier kommt er nicht lang. Also wir können es mal... Was ist das denn hier noch? Noch ein Schatzfoto? In der... Was hat er mitgenommen? In der Toilette. Ich gehe erstmal hoch einen Meter. Ich will ja nicht unten in der... Bredouille stehen müssen. Ein Scherzfoto. Kippen ohne Ende. Eine Toilette. Das erscheint mir... Das könnte ja jedes Zimmer sein. Die sind überall Kippen. Ich habe hier was Nettes versteckt, wenn du es finden kannst. Also auf dem Scheißhaus. Auf den ersten Blick, das muss ich sagen, würde ich behaupten, es ist der Wohnwagen. Weil da ist mir das mal richtig krass aufgefallen. Aber kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Und ich wollte jetzt hier an diesen Schrank ran. Was ist da denn? Ach, eine Granate? Zwei Granaten? Ja, sehr gut. Jetzt gehen wir los in den Wohnwagen. Da wird sicherlich noch so ein kleines Schleimvieh auf uns zukommen. Das können wir gleich mal über den Haufen schnetzeln. Und zwar hier mit. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe ihn nur gehört. Der macht schon ordentlich Party da drin, ne? Wo war er? Er war irgendwo da unterm Wohnwagen, kam er bestimmt hervor. Ich habe irgendwas aufgesammelt, ich weiß jetzt nicht was. Magnum-Munition, jawoll! Ich wusste, ich habe die Toilette schon mal irgendwo gesehen. Problem ist einfach nur, wir haben ja keine Magnum, ne? Wie soll ich das jetzt verwenden, bitte? Du willst wohl. Oh. Na ja gut, wir werden jetzt nochmal die Videokassette einwerfen. Vorher mal gucken, was wir hier noch so reinschmeißen können. Das brauchen wir nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall den Granatwerfer mitnehmen wieder. Und dafür das Messer einfach mal vielleicht weglegen. Ich weiß nicht. Woanders hin einfach nur. Wie kann ich bewegen? So, machen wir so. Genau, das sieht mir auch ganz gut aus. Beutel habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Spaltmittel auch nicht. Ja gut, die Karten sind ja gleich weg, die verwenden wir. Das Tape verwenden wir auch. Dann haben wir wieder Luft. Ne, ihr wisst ja Bescheid. Speichern wir noch eine Runde. Das geht auch zackig. So, und nun ziehen wir uns das Tape noch rein.
Schieben wir rein das Ding. Eine Videokassette, die Aufschrift hat. Happy Birthday. Ja. Da gucken wir doch direkt mal rein. Happy Birthday, Baby. Ein Experiment. Can trespassing idiots solve puzzles? Ja, ich hoffe es, ne? Das ist ein verdammter Glückspilz. Clancy? Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das herzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich! Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das Was? Ist ein Spaß. Du wirst schon sehen. Die Frage ist hier für wen, ne? Ist dunkel. Er macht los. Wo sind wir hier? Wir können uns noch ein bisschen umgucken. Tanks. Keller. Welchen Ballon? Balloon. Sonst ist kackdunkel. Ich sehe hier einfach gar nichts. Bis auf diesen Freak hier. Der könnte aus Wishmaster stammen. Eine Kombination aus S und Wishmaster. Oh, naja, gut. Das ist fixiert, das Zeug, ne? So, ein paar Nägel reingetübelt, damit er so schön hält. Der kleinste Windzug. Kein Thema. Das Zeug bleibt hier stehen. Jeder Gang zu viel könnte mir schon wieder die Hölle bedeuten. Kann er bestimmt die Spülung benutzen? Spül doch mal eine Runde. Muss ich den Siff hier runterspülen? Vor allen Dingen alles abgehangen hier. Aber trotzdem sauber ist das nicht, ne? Also clean ist was anderes. Ballons? Können wir die platzen lassen? Oh, direkt die Kerze ranhalten? Nö. Na ja gut, gehen wir mal weiter. Also das ist irgendwie... Hat er hier was vorbereitet für uns? Das Haus des Schreckens. Es erscheint mir hier sowas wie ein Spießrutenlauf. Und folge den Ballons oder so, ich weiß das nicht. Ah, und da leuchtet doch schon wieder irgendwas. Okay. Hier kommt Gas rein. Und ich stehe direkt mit der Kerze daneben, ne? Das ist doch nicht gesund, Junge! Also da würde ich... Ich musste jetzt ja mal gucken, aber es ist ja nun... Zu glücklicherweise nichts passiert. Ich hätte die ganze Hütte in die Luft sprengen können, aus Versehen. Hä? Was ist das nun wieder? Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schmerzvollen Tod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich! Das klingt ein bisschen nach Saw, ne? Also, sobald ich die Kerze da reinstecke, ist bestimmt Ende. Also bevor ich die Kerze da reinstecke, das ist wie bei Saw. Man macht irgendwas im Eifer des Gefechts und ding, plötzlich fängt die Zeit an zu ticken. Und dann ist auch schon blöd, ne? Aber das wird uns hier nicht widerfahren. Oh Mann, das kann auch keine Sau lesen. Sollen das Buchstaben sein? Pio? Pia? Das sind aber drei Buchstaben. Könnte Mia bedeuten. Müssen wir uns schon mal merken. Hier irgendwas zu sehen. Auf dem Tisch ist auch nichts. Sterne. Also bevor ich da wirklich die Kerze da ganz tief reinstecke, hier haben wir noch ein... Oh, er muss... Aufziehschlüssel. Jetzt breitet sich hier Pampe aus. Auch das ist sicherlich Plan des Ganzen. Jetzt weiß ich nicht, ob das klug war, was ich hier gemacht habe. Auf jeden Fall drängt sich der ganze Boden jetzt hier. Das ist jetzt auch schon mal schlecht.
Stecken wir die Kerze da einfach... Die Kerze brennt nicht? Ja, natürlich brennt die nicht. Oh Mann, das läuft hier alles aus. Wie soll ich denn bitte die brennende Kerze? Das würde ja nichts nützen, ne? Was kann ich denn noch machen? Aber den Aufziehschlüssel? Nö. Geht auch nichts. Wir müssen erstmal gucken, wie wir die Kerze da heile reinkriegen. Hier! Hier! Da kann ich irgendwas aufdrehen oder zudrehen. Vielleicht ein Gashahn. Er atmet das Zeug auch richtig schön intensiv ein, ne? Das ist noch ein ganz normales Seil. Das kann ich doch rein theoretisch schon mit der Kerze abbrennen, wenn ich denn mal wieder eine funktionstüchtige Kerze hätte. Was war das denn nun? Echt widerlich. Na ja, gut. Greif mal rein in die Hütte. Das ist eklig. Ja, und dafür hast du jetzt ein verschmutztes Fernrohr da rausgezogen und hast es auch noch in die Tasche gesteckt. Das ist ja richtig ekelhaft. Fernrohr im Inventar benutzen. Scheint mit einem Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Man kann es kombinieren. Benutzen kann man es vor allen Dingen. Ich untersuche es erstmal kurz. Auf Chemikalien und Dreckspuren. Wir haben es voll aus der Toilette gezogen. Das Ding ist total verdreckt. Polarisationsfilter. Total dreckig, das Kackding. Ich sehe nichts. Ich drehe mich hier auch gerade wie bescheuert. Ich halte einfach mal hier rein. Da ist ja nichts. Da ist ja gar nichts zu erkennen, vor allen Dingen auch. Also ich sehe nichts zumindest. Ach, warte mal. Passt nicht. Was soll denn da reinpassen? Hä? Ach so. Okay, da muss wahrscheinlich hier noch irgendwas rein. Ich denke mal eine Feder oder sowas. Und dann wird er hier irgendwas notieren. Sicherlich. Aber wie kriege ich die Kerze wieder an? Das kann doch nicht sein. Wie bekommen wir diese Kerze jetzt wieder an? Aha. Wir sollten auch den Herd wieder ausmachen, eigentlich im Idealfall, weil irgendwie ist da ja der Gashahn aufgedreht. Das macht mir ein bisschen Angst. Das ist jetzt keine gute Kombination, die sich hier empfiehlt. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Versuch mal, das Ding hier durchzufackeln. Jo, der Plan ist ja schon mal aufgegangen. Und Polarisationsfilter, was können wir hier mit dem Ding machen? Aber warte mal, wir haben ja hier so einen schönen... Ja, aber es ist ja auch völlig verdreckt, das Ding. Da müssen wir aber putzen. Kann ich das nicht? Ja, Moment, ich wollte ja auch da reingehen. Jetzt werde ich mal ganz kurz das Ding hier verwenden. Ne? Ne? Ach du Kacke, hier ist alles...
Hier ist einfach alles total versifft. Also wenn wir die Kerze hier fallen lassen, dann ist Kirmes, ne? Das steht mal fest. Kriegen wir ihren Stopfen auch wieder rein irgendwie? Das lässt sich nicht stopfen. Hat sich ausgestopft. Was ist das hier? Was sollen das für Symbole sein? Das kann ich auch nicht erkennen. Skorpion, Baby. Keine Ahnung. Ein P nenne ich einfach mal. Das könnte eine Patrone sein. Eine Spritze. Ich weiß es nicht. Wir haben auch noch nichts in der Art gefunden. Die Kerze lasse ich erstmal aus. Alles voller Ballons. Die ganze Hütte ist voll. Wunderschön, wunderschön. Er hat sich ja Mühe gegeben. Er hat bestimmt mal aufgeblasen. Was ist hier? Happy. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Ja, ich hätte es ja mal versucht. Aber ich darf ja nicht. Dann müssen wir wohl erst... Polarisationsfilter. Aha. Wir sind auch ein paar Füchse, ne? Wir sind ein paar Füchse. Was haben wir hier? Hängt. Glocke, Baby. Hängt, Glocke, Baby. Hängt, Glocke, Baby. Hängt, Glocke, Baby. Ah, leck mich doch. Hängt, Glocke, Baby. Hängt. Glocke. Baby. Hängendes Glockenbaby. Was haben wir hier? Strohpuppe. Was soll das denn jetzt? Was soll das jetzt wieder sein? Die Puppe fühlt sich hart an. Okay. Das ist schon mal beruhigend. Schön in die Puperze reingedrückt. Die Puppe fühlt sich hart an. Und ein Gesicht hat sie auch bekommen. Warum? Lässt sich das hier stopfen? Lässt sich ja gar nicht stopfen. Auch hier. Lukas hat gesagt, ich soll eine brennende Kerze in die Torte stecken. Ja gut, aber soll ich das wirklich machen? Zu verwendendes Objekt wählen. Passt nicht. Passt nicht. Achso, da muss ich quasi erstmal zudrehen, die Hütte. Macht Sinn. Das harte Teil kann ich ja vielleicht... Achso, hier, kann ich hier reinstecken? Nö, kann ich nicht. Was soll ich jetzt mit diesem harten Teil machen? Soll ich das vielleicht anzünden erstmal, oder? Kann ja vielleicht sein, dass das so ist. Kennen wir aus dem Teaser. Puppenfinger. Aber jetzt haben wir ein folgendes Problem. Hat der hier einen Finger? Fehlt ein Finger? Ja, lassen wir das mal kurz durchlaufen. Magger. Und dann werden wir mal ganz kurz versuchen, den Finger hier reinzustecken. Geht! Jetzt! Ja! Yeah. Ja, na gut, das hat jetzt auch nur die Hälfte gebracht. Wir haben ja zwar den Puppenfinger eingesetzt, aber irgendwie sind wir dadurch jetzt auch nicht schlauer geworden. Wir zünden nochmal die Kerze an. Polarisation, da haben wir ja hier auch nichts mehr, was das... Ich soll doch jetzt nicht ernsthaft die Kerze daran halten, oder? Das würde nichts nützen, außer meinen Tod wahrscheinlich. Aber wir haben doch noch... Das lässt sich da auch nicht reindrehen. Ich weiß auch nicht, was der Freak sich dabei gedacht hat. Uns hier so dermaßen hinters Licht zu führen. Hier. Ja, das ist das Rad, was wir brauchen.
um das Wasser, den Wasserzufluss zu stoppen. Und dass der Raum hier komplett mit Ballons überfüllt ist, das wird sicherlich... Oh. Ah. Alles kaputt. So. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt einen Sinn hat. Ah ja, guck mal, da liegt doch was. Ein Ballon. Den können wir ja wahrscheinlich mit Gas füllen, würde ich mal annehmen. Immer schön nah mit der Kerze ran. Oh, der ist aber gefährlich. Voll. Federhalter. Oh, das war nicht so geil, ne? Aber das mussten wir tun, denke ich. Federhalter. Gucken wir uns nochmal an. Ist jetzt sogar mit Tinte beschmiert. Also unsere eigene. Wir haben einfach mal ganz kurz das Ding in uns selber eingedippt. Eindippen lassen. So, nun Vollgas, mein Freund. Schreib mir jetzt das Passwort auf. Okay, entspann dich, ist noch reingeritzt. Den Arm ansehen. Loser. Okay, wir gehen mal davon aus, dass das das Passwort ist. Ist ja nicht so abwegig. So abwegig ist es nicht. Oh, meine Herren, ne, aber CDEFG. Ja gut, das hätten wir im Leben nicht selber rausgefunden, da muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist da bestimmt auch schon wieder irgendwas vorbereitet für uns. Nö. Ventil, Handrad. Dann wollen wir mal weiter. Noch brennt die Kerze, aber die wird ja gleich wieder ausgehen. Jetzt werden wir das Rad nochmal... Für euch überziehe ich jetzt auch gerade mal. Das wäre jetzt echt kackfies, wenn ich jetzt die Folge unterbrechen würde. Werden wir das Rad einfach mal in Bewegung setzen. Da sieht man es nochmal, die Hand hat auch ein bisschen gelitten. So. Nun ist das Ding zu. Die Kerze mal in Gang setzen hier. Ja, und irgendwie ist das dunkler geworden, oder? Es ist... Okay, steck's rein, das Ding. Wir können uns nicht bewegen. Achso, ich hab eine Idee, Nee, das Ding auf! Oh Mann, wir werden hier jämmerlich verrecken. Okay, das war gewollt. Happy Birthday! Boy, das ist wirklich heftig. Wir hatten keine Chance. Das war so dermaßen manipuliert. Wir haben es versucht, Wasser aufzudrehen. War witzlos, hat nicht geklappt. Und er hat es sicherlich auch.
er hat das alles schon so eingefädelt, dass wir da eiskalt sterben. Und dasselbe hat er jetzt auch mit uns vor, also mit Ethan. Gerade sind wir als Clancy jetzt über den Jordan gehüpft. Den werden wir ja vielleicht auch nochmal treffen, irgendwie, irgendwo. Wenn wir uns in diesen Partyraum begeben. Ja. Verstörend. Äußerst verstörend. Die Rätsel sind aber geil gemacht, muss ich sagen. Ist wirklich mal wieder ein bisschen Spiel und Spaß. Logikspielchen. Auf moderne Art. Die alten Resident Evil-Teile waren ja doch schon ein bisschen sehr abstrus, will ich mal sagen. Was da alles hier sich die Wissenschaftler ausgedacht haben und von einem Raum in den nächsten zu kommen. Übergroße Haie im Keller. Man kennt's ja. War übrigens meine Lieblingsszene damals. Wo der Monsterhai da im Keller rumschwamm und du von Plattform zu Plattform. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja, aber das soll uns nicht weiter stören. Ja. Kann eigentlich dann auch schon wieder direkt weitergehen. Das Tape ist safe. Tape ist safe. Achso, ich werde nochmal vorher die Kassette hier reindrücken. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr, haben wir gesehen. Das nehmen wir alles mit. Ich nehme auch erstmal die Pistole in die Hand. Das ist mir aber ein bisschen kleiner, ein bisschen zierlicher. Speichern bitte. Komm, da geht doch schnell normalerweise. Ja, und dann kann das direkt losgehen. Auf geht's.